So, jetzt ein weiteres Video zu einem Thema, was auch relativ oft immer wieder kommt, wenn ich jetzt coache. Und deswegen wollte ich jetzt einfach mal ein aufklärendes Video darüber machen, weil es doch ein heikles Thema ist, auch ein kompliziertes Thema ist, aber gleichzeitig auch unglaublich wichtiges Thema. Nämlich, wenn ich jetzt in eine Kontaktsperre gehe oder wenn ich einen reduzierten Kontakt brauche oder wenn es so ist, dass die Kontaktart auf eine ganz bestimmte Art und Weise oder der Kontakt zwischen euch auf eine ganz bestimmte Art und Weise gehalten werden soll. Ja. Wie lange sollte man dann immer damit arbeiten? Also wie lange zum Beispiel sollte eine Kontaktsperre insgesamt dauern? Wie lange sollte der reduzierte Kontakt dauern? Und so weiter. Das sind so Fragen, die ich ganz oft höre. Und jeder Coach, der jetzt ankommt mit so etwas wie 5 Tage oder 7 Tage so oder 30 Tage so ist perfekt, ist meiner Meinung nach kein guter Coach. Weil das große Problem darin besteht, dass das ein unglaublich dynamischer Prozess ist. Du kannst einfach nicht vorhersagen, wann die Auflösung einer bestimmten Kontaktart je nach Trennungssituation optimal ist. Es lässt sich nicht vorhersagen. So ist ein Prozess, der dynamisch ist. Das heißt, der Coach muss da immer begleitend dabei sein, die Situation im Auge haben, beide Parts irgendwo kennen und dann wissen, jetzt solltest du Kontakt auflösen, jetzt solltest du tiefer in den Kontakt reingehen. Und ich möchte euch jetzt ein paar Sachen mitgeben, anhand derer du dich auf jeden Fall orientieren kannst. Wenn auch du in so einer Situation bist und du bist unschlüssig, ah, verdammt doch mal, wie lang soll mein Kontakt jetzt gehen, ich weiß es nicht, dann schreib mich einfach über sage ich schon wieder, Chat-System. Ich mache so viele von diesen kostenlosen Coachings, dass ich immer wieder Sätze raushaue, die ich dann repetitiv in diesen kostenlosen Coachings immer sage. Um so ein kostenloses Coaching zu bekommen, füll einfach den Fragebogen unten aus, ja, schick mir das Testergebnis zu. In der Folge bekommst du ein Coaching, das auf dich und deine Situation angepasst ist. So ein Video wie das hier, ich werde dann direkt hier in der Kamera zu dir sprechen und dir sagen, was für dich wichtig ist. Also, ganz, 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 ganz wichtig. Dieser Prozess ist immer davon abhängig, wie die eigene Transformation vorangeht. So, was ich gelernt habe in meinem Leben, was ich mitgeben kann, ist, es ist ganz wichtig, aufs Herz zu hören. Hier reinzufühlen und wirklich da mal zu fragen, hey, wie steht denn das jetzt? Ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, Kontakt auszulösen? Und zu lernen, was das ist, zu lernen, was das innere Kind ist. Und durch diesen transformativen Prozess zu gehen, der sich da Selbstvertrauen nennt. Dass du in ein Momentum kommst, wo du dir so sehr im Selbstvertrauen, du dir so sehr Selbstvertrauen kannst, dass du nur noch die Hand hier drauflegen musst, aufs Herz hören musst und sagst, ich glaube, jetzt kann ich wieder Kontakt auslösen. Nicht aus der Stimme vom inneren Kind, das Mangelbewusstsein ist, das Angst hat, den Ex oder die Ex zu verlieren und das von Ängsten geprägt ist, sondern wirklich aus dem Herzen heraus, dass dir sagt, so, ja, jetzt wird es passen. Weil das ist eine unglaublich starke, unglaublich gute Intuition, mit der du arbeiten kannst, aber es braucht auch erstmal den Zugang zu dieser Intuition. Und diesen Zugang bekommst du nur, wenn du transformierst. Das heißt, das Wichtigste, eines der wichtigsten Elemente, ja, für so eine Abgrenzung, wann zeitlich etwas aufhören sollte, weitergehen sollte in Richtung Kontakt zwischen euch beiden, ist die Persönlichkeitsentwicklung. Und Persönlichkeitsentwicklung heißt auch immer innere Kindmuster ausheilen, die vielleicht die Trennung verursacht haben, die Trennung ausgelöst haben und dann eben im gleichen Atemzug ins Herz reinwachsen, das Herz identifizieren, vom inneren Kind, dass da das möchte, das will, das braucht, um glücklich zu sein. Herz braucht nichts, nur Herz. So. Und dann aus dieser Kraft heraus zu wissen, wann kann ich denn wieder in den Kontakt gehen. Das ist Punkt 1, der ganz wichtig ist. Ja? Punkt 1, dass du lernst, dir selbst zu vertrauen und auf deine Intuition zu hören und ganz wichtig, diese Intuition zu differenzieren von deinem inneren Kind. Denn das wird dir ganz genau sagen, wann du mit dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin in Kontakt treten kannst und nicht. Das wird dir auch genau sagen, jetzt ist es zu viel, jetzt solltest du es nicht machen. Das nennt man auch Empathie. Das ist eine Wahrnehmung, mit der du ganz, ganz stark arbeitest.
arbeiten kannst. Und ich kann es dir nicht erklären, warum, seitdem ich gelernt habe, wirklich hier auf das Herz zu hören, ich fühle dann immer hier rein, dem zu folgen, seitdem habe ich unglaublich viele Entscheidungen richtig getroffen. Also es gibt keine Entscheidung, die da irgendwie falsch lag. Die inneren Kindentscheidungen waren meistens immer die, die komplett daneben waren. Das waren immer Entscheidungen aus der Angst heraus, aus einem nicht gut genug sein. Und hat am Ende sehr viel kaputt gemacht. Aber diese Herzentscheidungen, die haben funktioniert. Nur dahin zu kommen, das ist eben die Herausforderung. Und darum geht es, dahin zu kommen, heißt eben zu transformieren. Und Transformation ist gleichzeitig wirklich eins der wichtigsten Elemente für eine erfolgreiche Rückeroberung. Damit du wirklich transformieren kannst, ist es ganz, 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 ganz bedeutsam, sich mit den Themen, die mit dir und der Trennung einhergehen, auseinanderzusetzen. Verlustängste, die Angst, nicht gut genug zu sein, die Angst, nicht geliebt zu werden, die Angst, abgewiesen zu werden, die Angst, dass der Ex oder die Ex dich nicht mehr mag, dich nicht mehr möchte, dich vergessen könnte und so weiter. Dieses ganze Themenfeld, das musst du dir wirklich aufschreiben, diese Ängste musst du kennen oder vielleicht auch Sachen, wo du dich toxisch verhalten hast oder zu viel kritisiert hast und Dinge kaputt gemacht hast. Das sind Dinge, die musst du kennen, die musst du in die Transformation bringen. Und mit dieser einhergehenden Transformation wirst du auch merken, wenn du Ex zurück richtig verstanden hast, dass du immer mehr ins Herz reinwächst, dass du unabhängiger wirst. Also niemals aus einem abhängigen, emotionalen Zustand fragen, wann soll ich ihn oder sie wieder anschreiben, weil die Abhängigkeit, dieses innere Kind, was da in dir arbeitet, die natürlich sagen würde, jetzt sofort. Das ist natürlich die falsche Entscheidung. Du solltest das schon ein bisschen abwarten. Und eben wenn die Transformation passiert und du machst sie richtig, dann wirst du im Laufe der Transformation merken, dass dein Herz immer mehr aktiv wird und du wirst eine Intention und Intuition dafür entwickeln und kannst dann eben damit arbeiten. Und das ist erstmal, wenn man dahin kommt, ist es erstmal Spitzenklasse. Das schaffen erstmal nur die wenigsten, in diesem Prozess so weit zu kommen. Aber wenn du eben dahin kommst, in diesen Ex-Zurück-Transformationsprozess, kann ich dir versprechen, dass du eine unglaublich gute Wahrnehmung für sehr gute Entscheidungen entwickeln wirst. So, das ist meine persönliche Erfahrung auch in Coachings, die ich hatte. So, das ist Punkt Nummer eins, ja, diese eigene Wahrnehmung zu verstehen, dass mein Entwicklungsprozess beeinflusst, wann ich wieder reagieren kann und mich wieder melden kann. Eben dann, wenn Entscheidungen nicht mehr aus dem inneren Kind, aus der Angst getroffen werden, sondern tatsächlich aus dem Herzen. Und da musst du erstmal hinkommen. Das musst du erstmal schaffen. Und da kommt der nächste Punkt, da braucht man natürlich einen Coach, der dich da auch so ein bisschen durchführt. Wenn du da noch drinne bist, in der Unsicherheit bist, ist es immer extrem gut, einen Coach zu haben, der deine Situation kennt und dir dann ganz genau sagen kann, Coach kann da falsch liegen. Also die Herzintention, Intuition ist viel, viel stärker als das Wissen eines Coaches. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Dahin zu kommen ist aber auch viel, viel schwerer, als einfach mal einen Coach zu fragen. Deswegen, was immer hilft, ist eben, dass du einen Coach an deiner Seite hast, der sich mit der Situation auskennt und dir direkt sagen kann, deine Situation sieht so aus, jetzt kommt gerade eine Reaktion, okay, ihr könnt hier in Kontakt gehen, ihr solltet das machen, aber achte auf diese und diese Sachen. So, deswegen in all meinen Programmen, die ich anbiete, bin ich immer per Chatsystem, WhatsApp, was auch immer, als Personal Coach komplett verfügbar, ohne dass das irgendetwas extra kosten soll. Viele nehmen dafür sehr, sehr viel Geld. Für mich ist das alles inklusive. Wenn man das mit Herz und Leidenschaft macht, ist das Geld sowieso unwichtig. Und das ist einfach zwingend notwendig. Es ist wirklich zwingend notwendig, weil du sonst in ganz vielen Situationen unglaublich viele Fehler machen kannst. Ich kann nicht von jedem Einzelnen erwarten, dass er innerhalb von 4 Wochen komplett ins Herz transformiert ist und dann in der Lage ist, auf sein Herz zu hören und da kluge Entscheidungen draus zu ziehen. Das ist unglaublich schwer. Dafür ist es dann eben gut, jemanden an der Seite zu haben, der das ein bisschen lenkt und führt und sich auskennt und eben in diesem dynamischen Prozess genau sagen kann, hier, guck mal, jetzt könntest du dich zum Beispiel melden, das wäre eine gute Sache. Oder jetzt kommt eine Reaktion vom Ex-Partner, geh da drauf ein. Was aber ganz gefährlich ist, ist, wenn man dann so Sachen bekommt, ja, mach einfach 4 Wochen mal Kontaktsperre und dann meldest du dich wieder und transformier ein bisschen, dann geht das schon hier. Dann mach dann 100 Euro oder 500 Euro oder was auch immer. So. Das sind halt so Sachen, die sind richtig gefährlich. Da kannst du dir ganz viel kaputt machen, weil es immer von der Situation abhängt. Es hängt von dir ab, es hängt von deiner Persönlichkeit ab, es hängt davon ab, wo dein Gegenüber gerade steht, es hängt davon ab, wie ihr euch beide seit der Trennung weiterentwickelt habt und es hängt eben auch davon ab,
einfach wie die Gesamtsituation zusammengesetzt ist, um es mal so auszudrücken. Davon hängt ab, wann die Kontaktsperre, ein reduzierter Kontakt, aufgelöst wird oder nicht so. Es ist so, sozusagen unvorhersehbar. Das stärkste Tool ist deine Intuition, aber nicht die innere Kindintuition, sondern die Herzintuition, um dort reinzufinden. Das ist aber ein ganz schwerer Weg. Und der zweite Schritt ist deswegen immer mit einem Coach arbeiten, der sich wirklich auskennt mit deiner Situation und dir dann ganz genau sagen kann, worauf du da achten solltest. Und dem das auch wirklich am Herzen liegt, dass du da keine Fehler machst und der nicht als erstes eben auf den Geldbeutel schaut. So ist auch wichtig, da eben drauf zu achten. Und dann hast du erstmal eine gute Anleitung. Was anderes ist eigentlich sehr schwer vorauszusagen. Also es gibt kein pauschales Instrument, keine Formel, keine Berechnungsmöglichkeit, mit der ich dir sagen könnte, was für eine Dauer da optimal ist, weil es unmöglich ist vorherzusehen. Genau, ich hoffe sehr, dass ich dich mit dem Video ein klein wenig aufklären konnte. Wenn du sonst Fragen hast oder da eben auch eine Einschätzung von mir möchtest, mach den Test unten aus der Videobeschreibung, schick ihn mir zu. In der Folge bekommst du von mir dann ein Coaching, das auf dich und deine Situation zugeschnitten ist. Wirklich, ich gebe dir das wie in diesem Video 1:1 und helfe dir dann weiter. Und in diesem Sinne hoffe ich sehr, dass dir das geholfen hat. Lass mir gerne ein Abo da oder einen Kommentar und dann bis später. Ciao.